Take a deep breath and hold it. Aim at the heart. You've done well. Let's go home. It's getting dark. You didn't know that another darkness was approaching. The neighboring Utor launched a surprise attack on your motherland, Teyrn. The defenders mustered a great army and faced the invaders at the gates of the Teyrnian capital. The invaders were driven by the will of the mighty Hegemon and vile magic. The defenders were fighting for their lives. Our ranks were broken. Our king was slain. The Utorian hordes flooded our motherland. Nothing else stood in their way. They spared nothing and no one. Life, as you knew it, was about to end. Run to the stronghold of Thalia. Join the garrison and bring help. Go now! The mighty, impenetrable Thalia. Unfortunately, Utor was already there. Runde 1. Jo, legen wir gleich los und damit moin meine lieben Freunde. Willkommen hier zu Broken Ranks. Wir schauen uns das Spielchen mal an. Ein neues rundenbasiertes, sogar, ja genau, ein rundenbasiertes Strategie ist ja auch mit drin. MMORPG aus beziehungsweise von einem polnischen Entwicklerstudio. Alles weitere natürlich unter der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Was ist das? Was war das? Gibt's Geld? So, muss ich mal ein bisschen den Sound einstellen. Ich konnte nämlich im Hauptmenü noch keinen Sound einstellen. Gucken wir gleich mal. Ein bisschen laut, ne? Es geht noch, ist noch im Rahmen. So, was haben wir denn hier? Runde 1 haben wir hier. Willkommen bei Broken Ranks. Aus dieser Anleitung erfährst du, wie man kämpft und nicht von jedem dahergelaufenen Deppen aufs Maul bekommt. Alles klar. Der Kampf in Broken Ranks ist rundenbasiert. Es geht darum, Angriff und Verteidigung mittels Aktionspunkte AP festzulegen. Dein Ziel ist es, möglichst viele effektive Angriffe durchzuführen und sich gleichzeitig gegen den Feind zu verteidigen. Alles klar. So. Hier stehen 12 Aktionspunkte zur Verfügung. Du kannst sie den Angriffskreisen oder den Verteidigungsstreifen zuweisen. Okay. Verstanden. Ah, da haben wir also die 12 Punkte. Das finde ich gut. Das ist echt ein schön, ja, also dass es so schön erklärt wird. Hier sind die Kreise. Haben ja auch später mit der Zeit noch Skillpunkte dazu. Verteidigungsstreifen. Okay. Sind da unten. Jeder Aktionspunkt im Angriffskreis ist eine größere Chance auf Erfolg dieses bestimmten Angriffs, okay? Ich muss gleich mal gucken, wie wegen der Musik. Haben wir das hier schon ein bisschen... Nee. Schauen wir mal. Nein, ich kann noch nicht... Komm noch nicht in die Options rein. Wir müssen erstmal hier weitermachen. Jeder Aktionspunkt im Angriff... Achso, das hatten wir ja schon. So. Taktik, okay. Für alles hast du nur 10 Sekunden. Daher lohnt es sich, vorgefertigte Taktiken zu verwenden. 10 Sekunden, das ist ja gar nichts. Die Zeit wird von der Uhr heruntergezählt. Alles klar. Wähle die erste Taktik 1 und klicke die Uhr. Du beendest die Einstellung und siehst den Effekt. Beobachte die Prozent über den Prozentanzahl, denke ich mal. Ja, Kopf des Gegners. Das ist deine Chance zu treffen. Okay. Wähle die erste Taktik. Klicken wir mal rauf. So, da ist die Uhr.
Läuft hier schon eine Zeit? Da ist die Zeit. Ach oh, das ist der Balken, alles klar. So. Da schon Musik. Uhr, alles klar. Nun müssen wir raufklicken und dann. Wir können auch noch boxen gerade. Ich glaube, anscheinend können wir nur noch boxen. Okay, muss man das mal reinkommen hier, ne? Deine Chance zu treffen lag unter 15%. Diese Prozentsatz ist das Ergebnis aus der Verrechnung deiner Einstellung. Mhm, Angriff. Und des Gegners seiner Verteidigung. Okay. Der Utora verteidigt sich gut gegen deine Faustangriffe. Du gewinnst du nicht. Und man muss etwas verändern. Okay. Hatten wir jetzt sozusagen auch keine Chance. Hätten also keine Chance gehabt, egal was wir jetzt gemacht hätten. So, Faustschlag ist ein Nahkampfangriff. Wir haben drei Bereiche für Angriff und Verteidigung, Nahkampf, Fernkampf sowie mental. Da der Sauser sich so gut im Nahkampf verteidigt, überrasche ihn mit Fernangriff. Ich habe sowieso einen Bogenschützen ausgewählt. Man kann ja verschiedene Klassen auswählen. Ich habe den Bogenschützen ausgewählt. Wähle Taktik 2 und klicke anschließend auf die Uhr, um die Runde schneller zu entscheiden. Okay. So, und dann Steinwerfen. Wegen Fernangriff. Steinwerfen. Das kann ich einmal hier auch aufklicken. Muss. Und habe Schaden gemacht. Er ist so gut wie down. Der Gegner hat den Fernkampfbereich nicht gut verteidigt. Also steigt deine Trefferchance 80%. Dort, wo 2 AP sind. Mhm. Und 65% dort, wo 1 AP ist. Okay. Die rote Zahl, die neben Prozent erscheint, ist die Menge des zugefügten Verletzungen. Also der zugefügten Verletzung. Der Sauser wurde 4-mal erwischt. Verstanden. Hier kannst du die genauere Menge an Lebenspunkte, LP, sehen, die du dem Gegner abziehst. Abziehen musst, um zu gewinnen. Okay. Also klar, bei 0 AP, dann hat er verloren, ne? So, du musst ebenfalls auf deine eigenen Lebenspunkte achten. Klar. So, der Gegner hat wesentlich weniger LP als du. Bleibe bei Steinwurf. Vielleicht reicht das, um ihm den Rest zu geben. Klicke auf die Uhr, um die Runde schneller zu entscheiden. Okay, ja, wir können um den Steinwurf. Macht das jetzt automatisch? Ja. Er ist down, alles klar. Steinwurf hat gereicht. Der Untorer ist gefallen. Alles klar. Achte bei den nächsten Kämpfen einfach darauf, wie die Trefferchancen stehen. Wie viele Lebenspunkte bei dir und wie viele bei dem Gegner sind. Also übrig sind. Und überrasche ihn mit Angriffen und verschiedenen Bereichen. Okay. Taktik muss man auch planen. Ne? Ein einfaches Rezept für die gleiche Kämpfe. So, schau mal. Oh, Vöglein. Soweit alles verstanden? Nee, ne? So, aha, Erfahrung, aha, Askamon hier, so mein Name hier, Untor Sauser, alles klar, alte Gegenstände, achso, letzter Befehl, greift den Untor. So, wie kommen wir hier raus? Mit Escape zufällig? Kann man noch ranzoomen? Ja, aber nicht weiter, ne? Das erinnert ja auch ein bisschen, ne? Gleich, was? Das Gleiche heißt das. Nett aus, ne? Oder? Was sagt ihr dazu? Komm, davon ist schon der erste Gegner. Aber wir wollten noch eine Obsens. Wo kommen wir denn hier eine Obsens? Hier oben. So, erstmal Sound. Machen wir mal die Musik auf 15 hier. Glaube ich gut. Gesamtlautstärke machen wir mal da. 35. Da können wir ja ein bisschen einstellen. Zeit. Spielen. So, da ist eine Leichen. Leichen. Den haben wir ja gerade zerlegt. Ne? Mal gucken, wie das auch funktioniert mit dem Loot und sowas. Hier ist der erste Gegner. Also der eigentlich der erste, der zweite. Ah, ich sehe gerade unten rechts. Das ist alles ein bisschen klein. Ne? Vielleicht kann man auch später noch die Schrift und alles anpassen. Gerade, ich glaube, zum Zugucken auch ein bisschen für euch. Eventuell ein bisschen die Texte, ein bisschen klein.
gerade frisch eingeloggt hier. Das ist sich blind eingestiegen hier in das Spiel. Questabschnitt erledigt. Hm, du hast 10 Plan. Vielleicht hänge ich am Ende des Videos nochmal dran. Mal gucken, wegen die Klassenauswahl. Es gibt, man kennt das ja, man kann Druide, glaube ich, war das. Und Bogenschütze und Ritter und. Ja, es gibt halt, wie das halt so üblich ist in den MMO-PGs, verschiedene Klassen, die man auswählen. So. Oh, direkt in den Kampf rein, alles klar. Achso, die Zeit läuft ja und dann muss ich. War ich jetzt zu langsam oder war er jetzt an der Reihe? Habe ich vergessen, mich zu verteidigen? Oh, jetzt haben wir Schaden genommen. Aber wir sind ja vom Level her sind wir ein bisschen höher. So, wir kommen nicht zum Angreifen. Ach ja, nee, warte mal. Wir müssen ja hier, zack, da war das. Und wir müssen boxen, zack. Oh, was ist das denn? Nee, wir wollten ja Fernkampf wegen Stein werfen und sowas. So, hier raufklettern. Ach nee, jetzt haben wir wieder geboxt. Ich muss ja hier, das haben wir doch gerade gelernt. Klicken wir auf die 2 und dann machen wir Steinwurf. Nice. Ach hier, zweimal Steinwurf, einmal Steinwurf. Okay, ja. Warte mal kurz. Oh, wer kommt denn da? Edeltraut, hier hast du einen weiteren Untoten. Untersuche ihn. Aber du bist schnell. Mach dir halt den Wörter im Auge. Ich möchte keine Überraschung. Der Soldat spricht dich an. Was bist du für einer? Mhm. Cool, wir antworten hier. Ich bin Astramon. Ah, der Otora. Haben mein Dorf angegriffen. Mein Vater ist ein. Also mein Vater hat mich hierher geschickt, um Hilfe zu holen. Können wir direkt antworten hier. So, der Soldat spuckt durch die Zähne. Was? Der Soldat spuckt durch die Zähne. Okay. Diese Hundesöhne verschonen nichts. Wann war das? Gestern, vor Einbruch der Dunkelheit. Ich habe mich die ganze Nacht hierher durchgekämpft. Ah, wir haben einen großen Kampf gemacht hier gerade. Vor allem die ganze Nacht. So, wir haben ja auch ein bisschen Lebenspunkte verloren. Ne? Wir haben nur noch 120 von 230. Ich gucke gleich mal wegen der Auflösung der Grafik oder so. Vielleicht das Ding ein bisschen klein hier. So. Dann ist es von einem Dorf nichts mehr. Also von dem Dorf ist nichts mehr übrig. Wer überlebt hat, kommt hierher. Wenn du leben willst, bleib in unserer Nähe. So, was haben wir denn? Antworten wir denn? Du hast einen Knoten im Hals. Wir haben einen Knoten im Hals. Bis jetzt wurde dir klar, was wirklich geschehen war. So, in Ordnung gehen wir. Vertieft? Deiner Gedanken reagierst du nicht. Nein, wir reagieren nicht. Was haben wir denn hier oben noch für einen Text? Manchmal erscheinen längere Dialoge und du kannst sie mit Hilfe der Pfeile oder des Mausrades durchscrollen. Ja, man kann natürlich ruckzuck alles abbrechen, aber. So, verstanden? Wenn es dir bequemer ist, kannst du die Dialoge mittels Tastatur bedienen. Drücke Pfeil nach oben, Pfeil nach unten und so weiter und so fort, ja. So, Edeltraut, was? Achso, die Dame, die mit dabei ist. Edeltraut, was ist mit ihm? Zeig auf dich. Ja, was? Guckt er was? Wirft dir einen prüfenden Blick zu. Ja, er steht nur ein bisschen unter Schock. Achso, hier können wir mal auch mit der Maus. Auch weil die sich hier unterhalten, ne? Der Soldat rüttelt ihn leicht und spricht. Das reißt sich zusammen. Ich habe gesehen, wie du diesen Untreuer erledigt hast. Weiß, wie man kämpft. Ja, wir wissen, wie man kämpft. Ne? Ist ja noch einer dabei, ne? Ja, das war echt nicht schlecht. Marco stoßt die Leiche mit dem. Edeltraut, hier ist Edeltraut, nervös. Fass ihn nicht an. Ich arbeite hier. Das Mädchen benutzt ein seltenes Messer, um etwas aus dem Hinterkopf des Erschlagenen zu schneiden. Was? Warum? So, Marco, wozu untersuchst du die? Wozu untersuchst du die da? Ja, komm. Das lesen wir jetzt hier. Das ist ein Mädchen und murmelt leise vor sich hin. Pass auf, dass ich den Kopf abschlage, okay? So, Astramon. Wir werden angesprochen von dem Haupt. Das ist, glaube ich, hier der Chef oder was? Der Kutzmann. Astramon, du kommst mit uns. Ich werde dich dem Hauptmann vorstellen. Vielleicht nimmt er dich in den Trupp auf. Mein Vater befahl mir, der Armee beizutreten. Oh, so viel Text, Leute. Ich will nicht so viel vorlesen. Dann hast du Glück, dass du auf uns gestoßen bist. Ich führe dieses hier an. An unserer Seite wirst du die Gelegenheit haben, diese Otora. Wie heißt die? Otora. Otora, okay. Otora-Hunde zu töten. Aber vielleicht nicht mit bloßen Händen.
Steig auf die Leiche des Bürgerlichen, nimm die Waffe des armen Teufels und lass uns gehen. Endlich eine Waffe. Sehr schön. Du hast Bogen auf. Also du hebst Bogen auf. So, Askamon, richtig vorlesen. Klicke, um das Inventar zu öffnen. Machen wir. Sehr schön. So, ich habe das ja nicht mehr so im Vorlesen, ne? So, wenn man hier mit der Maus-Button so rübergeht, dann wird der Charakter auch ein bisschen, also zoomt er dann direkt rein zum Charakter. Charakter ein bisschen. So, das Inventar ist ein paar Kalorien aufgestellt, wie leer. So, da haben wir einen Bogen. Ja, der Text ist auch ein bisschen klein, ne? Ich glaube, ihr seht das noch schlechter als wie ich. Halt die Maustaste gedrückt. Ziehen das einfach mal rüber hier. Haben wir auch Pfeile? Brauchen wir nicht auch Pfeile für den Bogen? So, dank dieser Waffe hast du eine Möglichkeit erlangt, einen besseren Angriff zu nutzen. Schau, wie du ihn in der Taktik aufnehmen kannst. So, jeder Spieler besitzt die gleichen Grundfähigkeiten. Ja. Schutz. Einige Fähigkeiten kann man erst dann nutzen, wenn man gewisse Bedingungen erfüllt. So ist es zum Beispiel im Fall des Bogenschießens, um diese Fähigkeit zu nutzen, brauchst du die entsprechende Waffe, okay? Füge Bogenschuss zu deiner Taktik hinzu. Ja, und dann klicken wir auf die 2, alles klar, und dann Bogenschuss. Können wir das denn da runterziehen? Ne. Darauf klicken. Stein wollen wir ja eigentlich nicht. Nein. Was sind Stein werfen, sind wir raus, ne? So, AP ändern zu 2. Die ändern. AP ändern zu 2. Speichern. Ach so, zurücksetzen? Ne, speichern. AP ändern zu 2. So, 2. Dann haben wir noch 3 über. Bist du so einem weiteren Kampf bereit? Sprache ich dir und so weiter und so fort. Ja, ja. So wird ja wohl richtig sein, was ich da jetzt veranstaltet habe. Alles klar. Ja, schön. Hier fliegen ja auch die Schmetterlinge und die Blätter fliegen und die Vögel, das Gezwitscher, schön. Das. Guck nochmal, wie eine Einstellung. Aber ich würde sagen, mache ich in der nächsten Folge. Mache ich jetzt die Aufnahme, eine Einstellung. Los geht's, bleib in unserer Nähe. In Ordnung, ich folge. Oh oh, jetzt gibt es glaube ich einen Gruppenkampf, wa? Woher kommen sie? Wir haben sie noch zurückgeschlagen. Ah, Askamon, zeig, was sind hier steckt. Übernimm die vor. Nimm die vorne. Wir werden die anderen besiegen. Alles klar, wir machen alles alleine hier. Kriegsabschnitt erledigt, wir machen sie fertig. So, ich glaube, das machen wir noch. Diesmal wird es schwerer sein, das glaube ich auch. Hier gegenüber stehen nur 2 Gegner. Klicke auf den Sauser, um zu sehen, wie viele Lebenspunkte, also LP er hat. Wie viel hat er denn? Er hat auch einen Hund dabei, ne? So, er hat 60 von 60. Kommen wir locker. Klicke nun auf den Hund, um die Menge an LP zu vergleichen. Der Hund hat... Okay, der hat natürlich mehr, der Hund. Da würde ich sagen, wir müssen den anderen da zuerst wieder langlegen. Der Sauser hat weniger Leben. Versuche ihn als erstes zu töten. Siehst du? Die Schwächsten, ne? Die Schwachen immer zuerst umbringen. Stelle Fernangriffstaktik ein. Auf 2 wähle den Sauser und klicke auf die Uhr. Okay. So, erstmal darauf. Auf die Uhr. Ne, der Sauser hat weniger Leben. Versuche. Ach nee, so war das, ja. Zack. Er hat sich zweimal geduckt, ne? Er hatte sich gerade zweimal geduckt, aber ist trotzdem gestorben. So, ich glaube, ich könnte es noch ein bisschen so einen Tick lauter machen, ne? Einen Tick leiser machen, vom Sound her, glaube ich. Du hast den Sauser besiegt, aber der Hund hat dich ziemlich heftig gebissen. Du musst dich besser verteidigen. Zum Glück greift der Hund nur im Nahkampf an. Modifiziere deine Taktik so, um nur diesen Bereich zu verteidigen. Mhm. Entferne die AP von den Streifen für die Fernkampf, Mentalverteidigung und übertrage diesen Punkt für die Nahkampfverteidigung. Okay.
AP ändern zu... Was haben wir da unten? Körperliche Verteidigung, okay. 12. Das ist die Runde. Machen wir dafür Verteidigung. Ne, warte mal. Entferne die AP von dem Streifen. Für die Fernkampf- und Metallverteidigung. Übertrage diese Punkte für die Nahkampf. Okay. Und 2. Das ist Angriff. Und dann machen wir... Warte mal, wir haben da... So, das ist ja... Da haben wir jetzt ein, okay. P ändern zu 0. P ändern zu 5. So. So, jetzt haben wir da 0 und da haben wir 0. Und dann haben wir hier jetzt 5. Alles klar. So, scheint ja einigermaßen zu funktionieren. Hab das noch nicht so wirklich raus. Dank der AP in der Nahkampfverteidigung ist es dir gelungen, alle Angriffen auszuweichen. Okay, der Gegner ist fast besiegt. Ein Schlag reicht, um ihn zu töten. Riskiere eine Schwächung deiner Verteidigung, um diese AP auf dir zu tragen. Okay. Wir ändern zu... Ah, muss man das jedes Mal ändern? So. AP ändern zu 3. Da wieder 3 raus. 3 rein. So, Moment. 3, okay. Da haben wir 2. Scheinbar machen wir 3 da rein komplett. Okay. Der ist down. So. Ja, haben wir das auch? Ich würde sagen, das reicht erstmal für die erste Folge hier. Wir haben 22 Minuten. Mal gucken. Ich denke mal, so ein paar Folgen werde ich noch machen. Oder zwischendurch. Mal eine reinreichen, nachreichen. Nicht direkt so, weil es ist ja ein MMO per G. Wenn wir da ein Let's Play machen, dann machst du ja 1000 Folgen. Auf jeden Fall, das ist echt nicht schlecht. Also, ein schönes rundenbasiertes MMO. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Und vor allem noch nie, ne? Nur so ein rundenbasiertes MMO habe ich noch gar nicht gespielt. Wenn ich ehrlich bin. Nee, fällt mir keins ein. So. Okay. Ja, das soll es gewesen sein. Erstmal vom Broken Ranks. Leute, gefällt euch auch das Spielchen? Lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir einen Kommentar da. Lasst mir eine Rückmeldung da. Würde mich ja mal gerne interessieren. Und alles weitere zu dem Spiel natürlich unter dem Video, in der Videobeschreibung. Und yo. Das war's denn von meiner Seite. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.